Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Partie Super Mario Odyssey. Wie man hier unschwer erkennen kann, sind wir jetzt hier momentan im Schlemmerland, wo wir im letzten Part natürlich damit hier angefangen haben. Unsere erste Hauptmission haben wir ja schon inzwischen. Also, ne, die erste ja nicht, es ist eigentlich jetzt schon die zweite sogar. Auf jeden Fall eine weitere Hauptmission haben wir jetzt schon mal an dieser Stelle schon mal geschafft im letzten Part. Und wir müssen momentan... ja, jetzt hätte ich es fast vergessen. Momentan müssen wir hoch zum Topf, denn die aktuelle... Ich wollte gerade normale sagen, aber das wäre unpassend. Aber die aktuelle Hauptmission ist... Nein, nicht den X-Knopf, sondern den Minus-Knopf. Topf auf dem Vulkan, tauch ein. Und da müssen wir auf jeden Fall erstmal hin. Ob wir das direkt dann hier in diesem Part schaffen, mal schauen. Aber ich muss irgendwie versuchen, erstmal schick hier weiterzukommen. Aber, ne, die Tomate hier will uns verfolgen. Darauf habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Nein, boah, jetzt wäre ich schon fast verbrannt. Hier, liegt das was von Hothead zu nehmen? Ich weiß nicht. Ich mach's jetzt einfach mal, deswegen... Ja, ein Versuch ist es ja wert. Haben wir ja schon im letzten Part hier zum ersten Mal damit Bekanntschaft gegeben. Etwas skillig, ne? Aber es hat sogar funktioniert, lol. So. Habe ich erstmal die lila Münzen hier auf der... Als ob! Geh bitte weg, beziehungsweise... Ja, auch so, das ist auch sehr gut. Ah, die sind gleich hier. Soll ich denn das jetzt machen? Ja, okay. Ich hätte eigentlich auch so gemacht, dass ich rausgegangen wäre, deswegen auch trotzdem rübergesprungen und dann irgendwie. Ah, ich sehe gerade eine Tür. Ja, dann brauche ich dich jetzt auch nicht mehr. Dann gehen wir erstmal durch die Tür rein. Okay, gut, dass ich das jetzt gesehen habe, sonst wäre ich weitergegangen und. Scheiße. Ich glaube, so wie das vom Aufbau aussieht, könnte das sehr, sehr schwer sein. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich glaube, hier werde ich dermaßen fängen. Ich sehe es jetzt schon kommen. Oh shit. Das kann nicht gut gehen. Das kann überhaupt nicht gut gehen. Nein. Aber ich versuche es auf jeden Fall. Das ist mindestens drin. Ach du Scheiße. Oh. What the fuck? Hä? Kann ich hier hoch oder was? Ey, das schaffe ich doch gar nicht. Auch selbst mit einem Sprung. Ach so, es geht auch so. Ne. Oh, hat das. Nein! Es hat doch irgendwie. Oh mein Gott! Ich konnte mich retten. Wegen diesem verkackten Leck gerade von OBS. Toll, Dankeschön. Jetzt bin ich fast am Sterben. Dankeschön. Und dann kann ich in diese Soße rein, die Tomaten hinterlassen. Warum? 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 Nee, geh da hoch, verdammt noch. Kann ich das dann auch mit benutzen? Och man, lasst man. Nee, nicht schon wieder. Das ist am besten. Vielleicht bringt das irgendwas oder so, dass ich das so quasi benutzen kann, so zum drüber hinschwimmen oder sowas in der Art. Also ein Versuch wäre es wert. Bringt das was? Lol, das bringt ja wirklich was. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hier ist ja nämlich auch ein Mond, da habe ich nämlich schon was gehört. Okay, nice. Beherzter Magmasprung. Cool. Ja, und ich habe übrigens, by the way, erwähnt, einen hellblauen Facecam-Rahmen. Ich wollte eigentlich türkis, weil es besser gepasst hätte, aber egal. Mehr oder weniger. Schlemmerland ist voll bunt und so. Deswegen, ja, irgendeine Farbe auf jeden Fall. Aber. Wollte ich nur mal so erwähnen. Auch wenn es dann mehr oder weniger keinen juckt, aber egal. So. Enge Passage. Och nö. Och nö. Ach du Scheiße. Ist ein bisschen übertrieben, Nintendo, ne?
Wir wollen da nicht ausrasten. Soll ich den Sprung wagen? An die vorbei? Nee, hier sind lila Münzen. Sprint will ich nicht, also versuche ich es mal so mit einem normalen Sprung. Und es hat natürlich nicht funktioniert. Okay, das war knapp. Ach, come on, ey. Was, ey? Alter. Komm. Es kann doch nicht so schwer sein. Vielleicht auch mal eine andere Kameraperspektive benutzen. Wow. Warum ist das so kacke aufgebaut? Kann man das nicht normal machen? Und nicht so asozial schwer? Nein. Warum mal hoch? Okay, es ist ja allgemein zu einfach, mehr oder weniger. Von der Tatsache, dass man nie Game Over gehen kann. Okay, für mich ist es praktisch, da ich auch ab und zu sehr oft sterbe. Aber trotzdem, auch wenn man null Münzen hat, ergibt das irgendwie keinen Sinn. Aber egal. Okay, jetzt wieder zurück. Ich springe auf jeden Fall nicht in die Mitte. Ich scheiß auf diese Münzen. Das sind nur 5 Stück. So geldgeil bin ich jetzt nun auch wieder nicht, dass ich es jetzt so nötig habe. Aber egal, jetzt wieder erstmal konzentrieren. War jetzt auf der anderen Seite jetzt irgendwas gewesen? Nö, okay. Gott sei Dank, ey. Oh, Mann. Ich sehe es kommen. Wie weit ist es denn noch? Okay, uff, letzter Sprung. Ist auch noch mehr oder weniger getimed wahrscheinlich, ne? Bitte OBS, die Lags brauche ich jetzt gerade nicht, bitte. Lass es jetzt, bitte, gut sein. Ich traue mich nicht, ne? Nee. Ich weiß, dass ich jetzt sterben werde. Hä? Geht wenigstens da. Warum kann ich danach trotzdem kein Cappy nicht werfen? Würde eigentlich was anderes sagen, aber passt schon so. Oh Mann, warum war das so klar? Aha. Okay. Sprint. Noch ein Sprint. Und geschafft. Danke. Oh mein Gott. Ja. Na gut, vergessen wir mal die 8 Minuten 50 oder 7 Minuten. Oder vielleicht waren es nur 5 Minuten, keine Ahnung. Und ich tue so, als wäre ich 20 Minuten lang am Fällen gewesen. Boah, das war aber übelst scheiße. Hier ist bestimmt auch wieder irgendwas oder so, aber ich komme mich nicht ran. Aber hier nach oben komme ich, wenn ich es gebacken kriege. Nein, natürlich nicht, weil ich zu dumm dafür bin. Warum auch immer, ne? Aber ich kann es halt nicht, ne? Komm jetzt aber. Ja. Es hat zwar kurz geleckt. Ah, ich finde das so Katzenpeach cool. Jetzt habe ich auch voll ein Leben. Jetzt brauche ich Herzen aber auch nicht mehr, ne? Erwartet mich oben auch irgendwas, oder wie? Ich versuche es jetzt einfach mal. War das jetzt für ein komischer Sprung? Okay, jetzt hat es funktioniert. Naja, okay, gut. Besser als nichts. Ich wollte eigentlich hier weiter nach oben. So. Du kannst gerne mal sterben gehen. Was ist dann da oben, bitte schön? Dürfte ich das mal erfahren? Okay, ist erstmal ein Checkpoint oder beziehungsweise Rücksetzpunkt. Ah, hä? Das ist auch dieses komische Stück Fleisch oder Steak oder was weiß ich. Soll das Salz darstellen? Ich glaube, an dieser Stelle würde ich mal sagen, da fühlt sich das Fleisch richtig salty. Ja, brummtsch. Oh mein Gott, war das schlecht, ey. Egal. Wahrscheinlich war das Steinsalz gewesen. Wie das nicht aussieht. Okay. Och nö, der schnappt.
Ja, natürlich. Dieses fette Hähnchen schnappt sich erstmal das Stück Fleisch. Aber dafür sind wir jetzt auf dem Vulkan, beziehungsweise auf dem Topf. Das ist schon mal sehr gut. Besteht aber auch nur aus Plattformen rumgejumpe irgendwie, ne? Oh Gott, ich mag sowas nicht. Das ist irgendwie... Ne. Nicht so geil. Um es mal noch etwas nett auszudrücken. Als ob! Nee. Chill. Gut. Okay. Ist das, eigentlich ist es das doch voll egal, was man für einen Weg nimmt, oder? Hallo, beweg dich doch. Dankeschön. Vielleicht eine andere Kameraperspektive wäre auch etwas angebracht. Vielleicht. Ich krieg's auch nicht hin. Chill. Ja. Alter, wäre ich jetzt ganz kurz zum Sterben gewesen. Oh Gott. Das wird doch so ein Epic Fail. Aber egal. Topf auf dem Vulkan haben wir jetzt endlich geschafft. Ja. So, was hat der jetzt so für ein Problem? Ja, als ob der so einen krassen Windstoß erzeugen kann, ne? Wir halten erstmal schön dagegen. Der Vulkan bricht jetzt dadurch aus. Ergibt das Sinn? Aber okay. Jetzt sind wir wieder zurück. Wieder auf dem wunderbaren Boden. Den Magma fall hinauf. Also wieder nach oben oder was? Höchstwahrscheinlich. Wahnsinn. Bis hier geschleudert? Das ist mal ein Vulkan mit richtig schlechter Laune. Krass, der Vulkan spuckt immer noch Lava. Jo, er ist ja nur ausgebrochen. Also hat sich jetzt die Map bzw. das Schlemmerland etwas erweitert, oder? So wie es aussieht. Und dann machen wir, check mal die Karte. Ja, doch schon etwas, ne? Etwas auf jeden Fall. Aber hier kann man mal erstmal auch nach oben. Da will ich auch erstmal hin. Vielleicht gibt es ja auch was Wunderbares, wer weiß denn das schon, ne? Aber das ist so eine Vogelscheuche da. Ist so ein Tic-Tac-Zeugs, oder? Oh Gott, nee. Nee, wobei, so scheiße ist es eigentlich gar nicht. Wenn ich es gebacken kriege, komm. Ist doch gar nicht so schwer. Schlammerland, Tic-Tac-Turnier 1. Oh, nein! Oh Mann, richtig dämlich angestellt. Ey, das sind auch nochmal lila Münzen. Bekomme ich so ein Hothead zufällig? Ist ja, gibt es ja einen zufällig in der Nähe? Wahrscheinlich nicht. Okay. Dann. Was machen wir denn überhaupt? Reden wir erstmal mit dem hier. Oh nein, die Hitze weiterhin zu stark ist, wird unser Schlemper ein. Topf im 0,6 ruiniert sein. Wir müssen unbedingt die Temperatur senken. Leider kommt jetzt keiner mehr da hoch. Unser Eintopf wird anbrennen. Das schaffen wir schon. Kein Problem. Der gute Mario. Auch Spitzenkoch, wie man sehen kann. Schafft's auf jeden Fall. Wir kriegen das schon hin. Macht euch keine Sorgen. Wir regeln das. Wir bekommen alles hin. Kommen wir noch so dorthin? Ne, warte mal, ich will es noch nicht versuchen. Ich habe einen Mond gehört. Und hier ist eine Öffnung. Sind da vielleicht lila Münzen drin? Nö, schade. Toll. Hier, er scheint einen Weg entlang zu führen. Das habe ich auch gerade gecheckt, ey. Ach man. Oh, der Spätchecker hier. Aber hier ist nichts. Na, vorbei, ein Herz. Das hat mir sogar. Genau, Doppelverneinung. Das hat mir sogar recht gut geholfen dabei. Aber jetzt komme ich eventuell rüber, ne? Da waren lila Coins! Nee, irgendwo auf der ganz anderen Seite sogar. Okay, damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ja, okay, dann. Na, passt schon, egal. Es passt schon einwandfrei.
So, nächsten Checkpoint, Rücksetzpunkt, wie auch immer. Kannst du mal aktivieren, dankeschön. So, ich habe noch mal eine Tür gesehen. Gehen wir erstmal noch mal weiter weggehen. Na, oh, war das knapp. So, hoffe, dass dieser Bonusraum nicht so scheiße ist. Ja, der ist sogar machbar. Also sieht das schon mal etwas besser aus, würde ich mal an der Stelle mal erwähnen. Komme ich auch so hin zufällig? Ja, ich brauche keine weitere Plattform. Ich krieg das auch so hin. Ich bin der große Skiller hier. Der wieder mal am Verpeilen ist, weil ich die lila Münzen nicht gesehen habe. Geh nochmal zurück. So. Kann ich das auch so eventuell machen? Da brauche ich nicht zu warten. Ja, natürlich. Skiller. Oh, nein. No. Was sind Selbstmord reingeschossen? Oh Gott. Okay. Hä? Nein! Hä, wie soll ich das machen? Hä? Ach so. Natürlich. So natürlich. Nee. Ich will es jetzt einfach nur noch hinter mich bringen, weil ich mal wieder total verpeilt bin. Nee. Och nö, das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Oh Gott. Ja. Next try. Wenn ich halt gerade gar nichts kann, dann halt auf legalen Wege. Aber okay. Soweit so gut. Das ist, glaube ich, nur für die Münzen, ne? Ja, irgendwie schon. Okay, geschafft. Oh, danke. Dankeschön. Per Gabel zum Gipfel, genau. Es heißt Gipfel. Junge, lern Deutsch am Nackel. Dürf dich auch bitte mal nach oben, wenn das okay wäre. Aber es sind nur Münzen, also bringt das eher wenig was. Ja, okay. Wenn das sowieso nichts war, egal. Dann passt es auf jeden Fall hier einwandfrei, natürlich. So, ich hätte gedacht, das wird eventuell da weitergehen. Irgendwas hat das woanders rauskommen, aber naja, ist ja dieselbe Öffnung. Also, warum auch woanders wird da aussteigen, sage ich mal so. Das passt schon so. Okay, geht nicht. Okay, dann muss ich es eventuell so machen. Dann geht es auf jeden Fall einwandfrei. Wenigstens kann ich mir jetzt schon mal hier die gelben Münzen holen, die ich beim letzten Mal etwas verkackt habe, anstatt einem. Aber okay. Wunderbar. Gehe ich noch hier hoch? Komm, mach was draus, irgendwas. Okay. Probier es auf rumzulegen. Dankeschön. Hey, warum schafft er jetzt den Sprung nicht? Soll ich extra sprinten oder was? Vielleicht auch so. Macht wahrscheinlich etwas mehr Sinn. Okay. Boah. Mein Gott. Ich hab einen Mond gehört, ich hab einen Mond gehört. Verpiss dich. Ne, egal, aber machen wir es anders. Ich hol mir jetzt erstmal die lila Münzen hier. Sogar wunderbar funktioniert, cool. Ja, wie komme ich denn zum Mond? Ich glaube, das wird etwas schwieriger, ne? Ist das momentan überhaupt machbar? Ich will erstmal hier die lila Münze holen. Geht das überhaupt so? Ach, irgendwie halt. Nee, egal. Aber so wie es aussieht, machen wir jetzt erstmal schon Schluss. Ich will es jetzt nicht so krass in die Länge ziehen wie beim letzten Mal.
speichern wir erstmal hier ab. Und ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gerne gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zu einem weiteren Part. Gott. Hier in Super Mario Odyssey. Ja. Ich muss das jetzt so machen. Scheiße. Ist ja gut, ich hab's verstanden. Ja. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Macht's gut. It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and you're